Der Litecoin über 200% in wenigen Stunden. In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr unkompliziert und einfach in den Litecoin investieren könnt. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit Finanzprodukten, unter anderem jetzt auch sehr intensiv mit Kryptowährungen, mache da öfters Videos zu und ich zeige euch heute einmal den Litecoin, was er ist, wieso er besonders ist und wieso sehe ich Potenzial in dieser Währung. Natürlich zeige ich euch auch, wie ihr wirklich hier sehr einfach in wenigen Schritten in den Litecoin investieren könnt, ohne großen Aufwand. Schauen wir uns erstmal die Fakten an. Wir sehen zuerst mal den Chart. Er ist hier gestiegen von 91 Dollar auf die 161 Dollar. Wir haben fast hier eine Verdopplung im Preis in wenigen Stunden. Schauen wir mal uns den größeren Chartverlauf an. Da sehen wir wirklich, der Litecoin ist am Gas geben hier und es könnten eventuell sehr wahrscheinlich höhere Kurse demnächst kommen. Also man kann hier rein investieren. Ich werde euch auch zeigen in diesem Video, wo meine Preismarken sind, die ich so beobachte in naher Zukunft, wo man da eventuell noch einen Einstieg erhaschen könnte. Litecoin Trading mache ich hier bei meinem Broker AlphaTrade. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Sage ich euch auch gleich nochmal, wie ihr dort wirklich sehr einfach hier Litecoin kaufen könnt und verkaufen könnt. So, schauen wir uns einmal jetzt hier nochmal weitere Fakten an. Der Litecoin ist momentan auf Platz 6. Wir sehen das auch hier sehr schön im Preisgraph. Die extreme Ansteigung des Chartes, zack, ging es nach oben. Über hunderte Prozente ging es nach oben in wenigen Stunden. Wir sind beim Preis von 161 Dollar, wie eben schon erwähnt. Dadurch steigt natürlich die Marktkapitalisierung und es könnte sein, dass wir eventuell bald den Ripple ablösen, weil ja beim Ripple habe ich schon ein bisschen beobachtet, passiert nicht besonders viel. Wir haben ja kleinere Bewegungen, aber es passiert nicht wirklich viel. IOTA hat den Ripple jetzt auch schon sehr stark abgelöst, ist jetzt auf Platz 4. Schaut euch auf jeden Fall auf meinem Channel an, mein IOTA-Video. Übrigens könnt ihr auch weitere Kryptowährungen wie IOTA bei dem Broker hier handeln, den ich euch vorstelle in diesem Video. Ja, Litecoin, was ist daran so besonders? Eigentlich nicht so viel. Ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel rausgekramt, da steht das ganz gut hier in den Stichpunkten zusammengefasst. Also der Litecoin ist auch auf der Basis von Bitcoin entstanden mit der gleichen Technologie, aber wir haben hier beim Litecoin den Unterschied, dass wir hier mehrere Blöcke in den 10 Minuten erzeugen als wie im Bitcoin. Ja, wir haben hier viermal so viele Blöcke wie im Bitcoin. Das heißt, wir haben schnellere Transaktionsbestätigungen. Das Problem ist ja beim Bitcoin, ja, da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, dass da es eventuell mit den Transaktionen Probleme geben wird in naher Zukunft. Und wenn da viele Leute das als Währung benutzen wollen, kann man da Probleme bekommen. Ja, da es nur wirklich wenige Transaktionen pro Sekunde gibt. Unter anderem auch, dass sehr teuer werden kann. Aber hier beim Litecoin haben wir hier jetzt den Vorteil, dass wir mehrere Blöcke haben und somit auch viermal so viele Einheiten produzieren. Ja, das ist eigentlich so der große Unterschied. Es gibt natürlich noch weitere Unterschiede, wo ich jetzt nicht extrem drauf eingehen werde bei einem Litecoin, aber wir haben hier eben die Möglichkeit, schnellere Transaktionen durchzuführen beim Litecoin als wie beim Bitcoin. Und das ist auch ein entscheidender Vorteil, der eventuell zu einem Investment führen könnte. Natürlich investiert nur das Geld, was ihr verlieren könnt. Ich würde jetzt hier fürs Bitcoin Trading oder Litecoin Trading nicht mein letztes Geld zusammenkratzen, wirklich nur, weil der Markt ist sehr gefährlich, das erwähne ich auch immer in den Videos, sehr gefährlich, sehr volatil und das Geld kann dann schnell mal auf Null gesetzt werden. Ja, ich empfehle euch, Kryptowährungen hier bei dem Broker AlphaTrade zu handeln. Das ist sehr, sehr unkompliziert bei diesem Broker. Das geschieht per CFD. Ihr handelt dort nicht wirklich das Assets, also ihr habt es dann nicht in eurem Wallet drin, wenn ihr zum Beispiel hier Litecoin kauft, sondern ihr habt es nur bei dem Broker AlphaTrade. Da gibt es eben den Vorteil, dass wir hier wirklich unkompliziertes schnell handeln können. Wir können schnell rein und rausgehen, immer bei Litecoin über den Broker. Wir können hier mit normalem Geld, PayPal, Kreditkarte,
was gibt es noch, Banküberweisung und so weiter, einzahlen beim Broker und direkt schon loslegen, nachdem ihr verifiziert seid. Das Konto lässt sich wirklich verifizieren in wenigen Stunden. Schreibt den Support an. Wir haben einen deutschen Support mit deutschen Mitarbeitern hier bei diesem Broker, die euch auch kontaktieren per Telefon und so. Also wirklich super Kundenservice, kann ich nur sagen. Und ich zeige euch das nochmal. Wir können hier bei Arbitrade eben mehrere Kryptowährungen handeln. Ich zeige es euch auch nochmal in der Handelsplattform. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung zur Anmeldung. Dort könnt ihr ein kostenloses Demokonto machen oder eben auch das Real-Life-Konto direkt, um zu investieren. Wir haben hier auch einen Hebel auf die Produkte von bis zu 20 zu 1. Das kann natürlich schwanken von Kryptowährung zu Kryptowährung. Ist nicht immer 20 zu 1. Bei Litecoin zum Beispiel kann man hier aber auch nachlesen, auch beim Broker ganz transparent unter den Vermögenswerten steht es dazu. Ja, wir können hier verschiedene Kryptowährungen handeln, per CFD eben, und es ist sehr, sehr, sehr simpel, dort zu investieren. Es geht sehr schnell. Also wenn ihr jetzt noch schnell rein wollt, könnt ihr euch auch hier über Arbitrade anmelden. Ist eine weitere Methode, als an den Kryptowährungen Börsen zu traden. Schauen wir uns das nochmal im Chart an. Wenn ihr euch diese Software hier runtergeladen habt, der MetaTrader 4 nennt sich das auch, könnt ihr eben bei Arbitrade schnell runterladen, euch dann einloggen mit euren Daten. Klickt am besten hier rechts nochmal drauf auf diese Schaltfläche und auf alle Anzeigen, weil dann zeigt er wirklich hier alle Assets an. Dann auf das grüne Plus und wir sehen CFD Crypto. Hier können wir die verschiedenen Kryptowährungen handeln. In Litecoin Mini ist jetzt hier der Litecoin, habe ich ja schon eingestellt hier. Wir können in 24/7 handeln, Long oder Short. Und jetzt kommen wir nochmal zum Chart. Wie macht man das? Wie kauft man hier? Man klickt auf neue Order und dann hat man hier, sieht man einmal den Spread. Spread beträgt und gerade beim Litecoin nur 2 Dollar. Ist es sehr, sehr günstig. Die Gebühren, die man hier zahlt, 2 Dollar, sollte, denke ich mal, jeder verkraften. Den Spread sieht man hier auch immer transparent. Und dann kann ich kaufen und verkaufen. Ich persönlich warte aber jetzt noch mit meinem Investment, dass er noch ein Stückchen fällt und dann steige ich bei der Korrektur ein. Wie ich das auch beim Bitcoin gemacht habe und bei IOTA. Ja, zu den Positionsgrößen kann ich nur sagen, hier ein Lot ist 100.000. Also wir haben hier die Lotanzahl. Ein Lot sind 100 Litecoin. Wir können dann natürlich auch nur 10 Litecoin handeln mit 0,01. Die Mindesteinzahlung beim Broker hier beträgt 100 Euro. Wir können aber natürlich auch mit 500 Euro Investment starten und so weiter. Ja. Dann kauft man eben hier rüber, kann auch sein Stop-Loss und so weiter einstellen. Auf jeden Fall passt eure Position an euer Konto an. Nicht, dass ihr jetzt hier über den Hebel zu viel investiert, weil dann kann es schnell mal gegen euch laufen und ihr verliert ziemlich schnell euer Kapital. Deswegen passt da wirklich auf, investiert nicht zu viel, geht da mit Kopfsache ran und vor allen Dingen investiert nicht Geld, was ihr unbedingt braucht, sondern was ihr riskieren könnt. Ja, so sieht das aus bei diesen Risiko-Investments hier, wie zum Beispiel halt kaum andere Kryptowährungen. Das ist sehr, sehr, sehr riskant. Ja, da ist es schnell nach oben und nach unten gehen kann und das sollte sich eben bewusst sein, einmal dieses Risiko. Okay, ja, das war's zum Litecoin Trading. Ich kann euch das vielleicht nochmal zeigen, hier Eigenschaft. Dort könnt ihr den Chart einstellen. Wir können hier auch verschiedene Zeichentools benutzen. Also in dieser Trading-Software lässt sich wirklich alles hier benutzen, was ein Trader braucht. Man kann hier schnell rein, raus gehen. Ihr bekommt immer einen Einstieg. Ja, und wir haben hier einen vergleichsweise günstigen Spread zu anderen Brokern auch, die ich kenne. Und deswegen ist bei mir momentan Arbitrade der Top-Broker für das Kryptowährungen-Trading, den ich hier empfehle. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung zur Anmeldung. Ja, zudem ist der Broker natürlich auch reguliert und lizenziert, muss man dazu sagen, von offiziellen Finanzbehörden. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Also Litecoin. Ah, jetzt habe ich noch vergessen, wo ich persönlich einsteigen werde. Das würde ich noch sagen. Wir sehen ja hier den Stundenchart. Eine Kerze geht eine Stunde, Candlestick-Chart könnt ihr euch hier oben auch umstellen, was ihr haben wollt, Linien-Chart und so weiter. Ja, schauen wir uns das nochmal hier an. Wo wären jetzt hier die Marken? Wir sehen hier, hier gab es auch ein Gap. Die History ist nicht so pralle, gerade beim Litecoin bei so einer starken Volatilität. Sollte auch behoben werden, das Problem demnächst. Aber wo sind die wichtigen Marken hier für mich? Ist einmal dieses Hoch hier bei der 1,50.
Hier könnte er zurückkommen, abprallen. Ja, Resistance wird zu einer Unterstützung. Des Weiteren sehe ich als nächste Marke hier, was nochmal wichtig ist, das Tief. Ja, das ist nochmal wichtig hier. Und da könnte man dann auch beim Pullback eventuell hier einen Einstieg suchen oder hier oben einen Einstieg suchen. Das sind so die zwei Marken für mich momentan, die ich beobachte beim Litecoin. Und da werde ich vielleicht ein Investment planen. Okay, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Erfolg beim Handel. Wir sehen uns. Ciao.